Hallöchen, liebe Bastelfreunde und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian von Defmar Models und wir werden heute zusammen das Türchen Nummer 18 hier am Revell Easy Click System Kalender hier öffnen mit dem Modell Porsche 356 B Coupé. Wenn dir das Ganze gefällt, dann lass doch gerne ein Like da. Über ein Abo würde ich mich natürlich auch freuen. Und in dem Sinne, auf geht's, Kalender plündern. Türchen Nummer 18 finden wir auf einer der Außenseiten hier unten. So, und da bin ich mal gespannt. Das ist nämlich ein großes Türchen. Das klingt nach großen Teilen. Sehr schön. Große Teile. Weil langsam müssen ja große Teile kommen. So viele Tage sind ja nicht mehr, bis wir das Teil hier fertig bauen können. So, mehr ist nicht drin. Aber damit können wir schon ein bisschen was machen. Denn wir haben jetzt hier diverse Hauben. Türen sind hier auch schon mit dabei. Finde ich super klasse. Geil. So, wir können mit dem Gussast, der heute im Türchen drin war, ein bisschen was machen. Und zwar aus dem Bogen K. Glaube ich, war es gestern oder vorgestern, hatten wir ja den Bogen hier drin mit. Da können wir uns jetzt die zwei Teile hier mal rausknipsen. Die zwei. Die Lüftungsgitter hier. So, dann wird dieses Teil hier benötigt dazu und dieses. So, als nächstes kommen jetzt diese zwei Gitter hier hinten eingesetzt. So, ich weiß nur noch nicht genau, wie das hier funktioniert. Okay, so. Da müsst ihr mit gucken. Die haben hier so einen ganz leichten Wölbungsgrad, dass er die entsprechend gerade einsetzt. Also hier sieht man es jetzt vielleicht, dass ich das jetzt hier gerade drin habe, aber hier oben die Ecken überstehen. Also einmal umdrehen und dann sollte es passen. Die Freude gönnt es mir aber nicht. Na. Oder sind die Teile anders hier, dass das hier drüben reinkommt? Ja, so ist richtig. Okay, dann habe ich es falsch rum drin gehabt. So, jetzt passt das gut. So, und das Teil kommt jetzt aber noch hier auf die Rückseite drauf gesteckt. Mit Hilfe dieser vier Pins werden hier eingesetzt. Gut, mehr können wir jetzt aktuell nicht machen, weil wir erst als nächstes die Karosse benötigen, damit wir dann
jetzt hier zum Beispiel die Motorraumabdeckung etc. alles einsetzen können. Wir können aber mal spaßeshalber das hier mal so drüber halten. So ungefähr wird das dann hier, denke ich, drüber liegen irgendwie. So, da ist es mal abgedeckt. Ja, Lieben, das war's dann auch schon wieder für die heutige Videofolge hier mit dem Revell Easy Click System Adventskalender. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch morgen zur Tür Nummer 19 wieder reinschaltet. Und bis dahin viel Glück, viel Spaß mit euren Kalendern und tschüss, bis zum nächsten Mal.